Guten Appetit und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Das Tolle als privater Analyst ist, ich kann mir anschauen, was ich möchte. Wenn ich bei einer großen Bank arbeiten würde und auf der Sales-Side unterwegs wäre, also im Research von Morgan Stanley, Goldman Sachs oder auch anderen, dann hätte ich vielleicht 3 bis 10 Werte, die ich mir mein Leben lang angucken dürfte, wäre sehr tief in diesen Werten drin. Oder auch als Portfolio-Manager mit Buy-Side Research habe ich vielleicht 30 bis 50 oder sogar 60 Aktien, die ich bewerten kann und die ich mir regelmäßig anschaue. Als privater Analyst, da kann ich mir schmecken lassen, was ich will und kann mir jede Aktie angucken, die eben für mich spannend ist. Und eine Aktie, die gerade nicht mehr im Fokus der privaten und institutionellen Investoren ist, über die ich mich aber gestern lange mit einem Freund und Bekannten ausgetauscht habe, der selber diese Aktie einige Male geshortet hat und natürlich damit auch ein blaues Auge bekommen, ist die Beyond Meat. Beyond Meat, ein klassischer Fleischersatzprodukthersteller. Du kennst die Aktie wahrscheinlich, weil sie groß in der Presse war, weil sie groß im Fokus war und vor allen Dingen, weil sie seit dem IPO innerhalb kürzester Zeit um über 400% gestiegen ist und damit natürlich eine der Erfolgsgeschichten an der Börse in den letzten Monaten war. Viele haben hier probiert, short zu sein. Viele haben sich ein blaues Auge geholt, um gegen diesen Trend zu kämpfen. Musste man verdammt viel Kapital haben. Und wenn ich bei Google Trends mal schaue, was ich immer gerne mache, wenn ich die Aktien analysiere, sehe ich einfach, dass der große Hype dieser Aktien vorbei ist. Das Unternehmen ist spannend nach wie vor. Fleischersatzprodukte ist ein spannendes Geschäft, gerade mit der aktuellen Klimadiskussion. Beyond Meat ist gut aufgestellt, sie haben 400 Mitarbeiter. Was mir gut gefällt, das Unternehmen gibt es schon über 10 Jahre, ist also kein Newcomer oder kein Tech-Unternehmen, was einfach nur zum IPO drängt, um dann schnell Cash zu beschaffen, sondern wirklich ein fundamental auch sauber aufgestelltes Unternehmen, was in den letzten Jahren es geschafft hat, diese Cash-Burn-Rate auch deutlich zu reduzieren. Trotzdem große Wettbewerber, Tyson, Kellogg's, Nestle, alles bekannte Unternehmen mit tollen Aktien, die in den letzten Jahren wunderbar gestiegen sind und die natürlich immer mehr in diesen Markt der Fleischersatzprodukte einsteigen und hier eine sehr große Konkurrenz darstellen. Beyond Meat hat kein Monopol, sie haben zwar 3 Produkte nur und damit auch ein Kerngeschäft, was sie im Hochpreissegment sehr gut bedienen und vielleicht mag nicht jeder von der Nestle Fleischersatzprodukt kaufen. Trotzdem ist es so, dass man eben hier diese starken Wachstumsideen, die in der Aktie einfach bis Mitte Juli eingepreist wurden, vielleicht nicht unbedingt in den nächsten Jahren halten kann. Deswegen hat die Aktie auch korrigiert und das passt und korreliert sehr gut mit dem Thema Google Trends, also mit den Suchanfragen bei Google. Und ich finde es einfach spannend, mit diesem Wert, ohne zu viel fundamentales Wissen zu der Aktie zu haben. Es gibt eine Menge Research, es gibt eine Menge Reports. Wenn dich das interessiert, lese dich gerne im Internet ein. Ich will nur eine kurze Idee mit dir teilen. Diese Aktie ist aus Bewertungsgründen, obwohl es eine Wachstumsaktie ist, für mich persönlich als Analyst viel zu teuer. Ja, viel zu teuer, du hast richtig gehört. Andere Tech-Werte sind das auch und langfristig auf die nächsten 3 bis 5 Jahre mag ich Value-Aktien, also klassische Unternehmen, die eher langweilig sind, à la Pepsi, à la McDonald's, à la Coca-Cola, mag ich eben mehr. Und diese Wachstumswerte, wie jetzt eben hier zum Beispiel die Beyond Meat, ist vielleicht eher übertrieben im Preis hoch. Das ist das eine, aber wie gesagt, wenn du hier tatsächlich nach dem IPO short warst, konntest du dir ganz schön die Finger verbrennen und ein blaues Auge holen. Da hilft dann nur kaltes Fleisch zum Kühlen oder vielleicht ein kaltes Fleischersatzprodukt. Aber was jetzt anders ist, ist natürlich eins, wir haben jetzt hier diesen Hype gesehen, wir haben über 40% vom Hoch korrigiert. Das ist eine Bewegung, die eben schon ein Stück weit auch einen Trend auslöst. Und was mir sehr gut gefällt, ist eben die technische Formation. Und diese einfache Idee möchte ich in dem kurzen Video mit dir teilen. Wir haben eine klassische Schulter-Kopf-Schulter-Formation, einen super Umkehr-Pattern. Wir haben eben hier das erste Hoch ausgebildet, hatten ein höheres Hoch, haben dann hier zuletzt ein tieferes Hoch gesehen, haben auch eine Seitwärtsbewegung, die nochmal tiefere Höchststände hat. Hier auch ein Abwärtsgap, konnte nicht bestätigt werden und wir laufen langsam aber stetig an diese Neckline ran, also an diese Unterstützungs- und Nackenlinie, die man hier auch ein bisschen breiter zeichnen kann, aber auch selbst so gezeichnet, die einige Auflagepunkte hat und durchaus stabil ist. Und die Idee, die ich jetzt mit dir präsentiere, ist, ja, die Aktie war im Hype, ja, die Aktie ist fundamental vielleicht teuer, solche Highflyer zu shorten, wenn alle gerade da den Hype sehen, ist schwer. Aber jetzt zu sagen, wenn wir hier den Bruch der Aktie sehen, also wenn hier die Neckline rausgenommen wird, am besten mit Volumen, wir dann vielleicht nochmal einen Test auf die Neckline sehen, dann kann man wieder eine gute Short-Idee aufbauen, könnte hier einen Stop-Loss setzen
oder auch vielleicht über die alten Höchststände. Vielleicht werde ich das machen. Ich habe mir den Wert jetzt noch nicht zu tief angeguckt. Ich finde nur die Idee sehr spannend, hier auf diese Schulterkopf-Schulter-Formation mit einer Aktie, die eben durch ein IPO extrem gehypt wurde. Und du weißt es vielleicht, viele Tech-IPOs haben das Verhalten, dass sie im ersten Jahr nicht die beste Performance an den Tag legen, besonders nachdem die Konsortialbanken eben nicht mehr die Kurspflege machen. Das ist ja das, wofür sie bezahlt werden. Deswegen bekommen sie auch 5-7% des Börsenganges, des Erlöses. Und das ist hier schon raus. Wir hatten diesen Hype durch die Presse. Und wie gesagt, Google Trends sagt eher, dass die Aktie ihren Hype auch schon überschritten hat, ihren Zenit schon gefunden hat. Und da finde ich es spannend, hier vielleicht auf diese Abwärtsbewegung, die eben hier mit den letzten Earnings tatsächlich auch und Mitte Juli angefangen hat, die über 40% schon getragen hat, tatsächlich hier beim technischen Bruch und beim Retest eine Short-Position mit vielleicht einem engen Stop in diesem Bereich aufzubauen. Die Idee wollte ich mit dir teilen. Sag mir gerne, wie du das findest, ob das spannend ist. Wie gesagt, da gibt es Aktienanalysten da draußen, die sind viel tiefer drin, können viel mehr zum Geschäftsmodell sagen, aber ich halte es hier relativ einfach. Mein KISS-Prinzip, fundamental ist die Aktie sicherlich vom Geschäftsmodell im Hochpreissegment nicht verkehrt, aber von der Bewertung her finde ich es viel zu teuer. Technisch würde hier eine Umkehr passieren. Seasonals kann man nicht wirklich machen und ja, der Sektor und die Branche ist sehr stark. Eine Nestle, eine Tyson, eine Kellogg's, das sind alles solide Aktien. Aber große Bild für mich in der Market-Analyse, Aktien eher short. Und ich glaube gerade, dass diese überbewerteten starken Highflyer der ersten Stunde, wo einige sicherlich die Gewinne hier auch nicht mitgenommen haben, sondern hier in dem Bereich eher nachkaufen, wo man eben auch darauf setzen kann, dass diese Highflyer geschlachtet werden. Und deswegen diese Analyse und gerne in den Kommentaren auch deine Meinung. Schreib mir, was du zu dem Wert sagst. Schreib mir auch gerne, wie du meine Analyse findest, ob du vielleicht eine bessere Analyse hast. Und wie immer, wenn du meinen Kanal magst und unterstützen willst, abonniere die Glocke, gib mir den Daumen nach oben, teile das Video gern, weil umso mehr Likes und umso mehr Support ich bekomme, umso mehr und umso tiefer gucke ich mir Werte an und kann vielleicht für dich die ein oder andere gute Investment-Idee hier auf YouTube teilen.